Hallo Leute, hier ist sie wieder, eure Josie, mit einer weiteren React-Folge. Und heute geht es wieder um eine Folge vom realen Irrsinn. Und zwar eine Folge, die uns der Schildi vorgeschlagen hat. Ich habe da noch 4 Stück von ihm, die er mir so runtergerattert hat. Die ersten zwei, es waren insgesamt 6. Die ersten zwei habe ich schon letzte Woche gemacht. Die kommen die nächste Woche hier auf dem YouTube-Kanal raus. Und wir machen heute hier auf Twitch die nächsten 2 zumindest. Und ja, diese Folge lautet Gartenlaub und Straßenlaub. Ja, ich glaube, da wo das ist, machen die da einen Unterschied. Warum auch immer, weil Laub ist Laub. Egal, wo es herkommt. Aber ich kann mir vorstellen, woran der Haken hängt. Und deswegen starten wir gerade mal rüber in den Stream. Genau, das seht ihr schon. Ein Herrn, der hat 2 Laubhäufchen in der Hand. Ich denke, das eine kommt aus seinem Garten, das andere von der Straße. Das eine muss er wegmachen, das andere die Stadt. Und die Stadt wird sich dagegen wehren, weil die sagt, das kommt aus dem Garten. Garantiert. Ich denke mal, genau so wird's laufen. Wir schauen es uns zusammen an. Das ist Rentner Friedrich Pestrup. Und das ist Oldenburger Laub. Und Laub ist nicht gleich Laub. Ja, das haben wir ja gerade gelernt. Und in Oldenburg machen sie garantiert eine richtige Trennung draus. Weil das spart Kosten. Zumindest nicht in Oldenburg. Ja, dieses Grabenlaub wollte ich jetzt in den Laubkorb entsorgen, damit die Rohre, die ja jetzt hier unter den Einfahrten durchlaufen, nicht verstopfen. Das ist an sich, denke ich mal, eine sehr schlaue Idee. Das Problem bei der Sache ist, es ist sehr leise. Okay, Moment, kein Problem. Machen wir ein bisschen lauter. Danke, Kistenkater. Ich denke mal, das Problem bei der Sache ist, dass das Laub, weil es in diesen Röhren oder in diesen Gräben langläuft, nicht auf den normalen Komposthaufen darf. Also müsste ich meine Aussage ein bisschen abändern. Aber es bleibt trotzdem, glaube ich, bei derselben Grundidee. Aber laut der Stadt Oldenburg darf ich dieses Grabenlaub nicht in den Laubkorb werfen. Okay, jetzt wüsste ich gerne, wenn er das doch da reinwirft, woher die Stadt Oldenburg wissen soll, dass das Laub, was er da reingeworfen hat, Grabenlaub und nicht normales Laub ist. Gibt es eigentlich auch unnormales Laub? Dabei ist es doch ganz einfach. Arno Traut, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs in Oldenburg, zeigt es uns. Ja, jetzt bin ich gespannt und es sollte das eine Unsinnigkeit sein, und das wird eine Unsinnigkeit sein, finde ich diese Entsorgungsart, die sie jetzt da gezeigt haben, sehr gut. Nämlich einfach auf den Schreibtisch vor dem Herrn schmeißen. Fertig. Wir haben zu betrachten Laub auf Wegen. Wir haben zu betrachten Laub in Gräben. Und wir haben auch noch irgendwo Laub aus privaten Flächen. Das sind ja schon 3 verschiedene Laubarten. Mein lieber Herr vom Amt, nur mal so zur Information. Laub sind Blätter von Bäumen. Und dem Baum ist Schnurzpiep egal, wo er steht, wenn er sein Laub abwirft. Das ist alles dasselbe. Ob es in dem privaten Garten landet, auf der Straße landet oder in einem Graben. Also, so sehe ich das zumindest. Aber gut, okay, wir kennen ja die deutsche Bürokratie. Die kennen das nicht. Die haben immer andere Sachen. Genau. Und nur das Straßenlaub darf da in den Laubkorb rein. Moment, der Graben ist doch auf der an der Straße. Also ist das doch Straßenlaub. Also darf das doch da rein. Oder steht auf den Blättern drauf irgendwo in Mikroschrift Straßenlaub, Gartenlaub, Grabenlaub. Schatz, wir müssen Blätter aus verschiedenen, aus den verschiedenen Sachen Dings. Ich will nachprüfen, ob das irgendwo drauf steht. Es kommt alles von einem Baum und ich meine, Laub ist Laub. Gebe ich dir voll und ganz recht. Ich weiß, Werbung, das ist, ja, von irgendwas muss der Mensch ja leben. Haha, nein, von irgendwas muss Twitch ja leben und wir wissen ja, genau. Nein, aber ich mach da mal weiter. Ja, ich muss mal gucken, ob ich Kistenkater nicht doch vielleicht eine Möglichkeit biete. Dass er ein Abo abschließt.
Nur bitte nicht übers Tablet machen, das ist teurer. Das haben wir schon gelernt. Das sagen auch andere Twitch-Streamer immer gerne. Wenn ihr ein Abo abschließt, kauft euch eine Guthabenkarte oder macht das über PayPal. Und falls ihr nicht Prime-Kunde seid, dann ist das natürlich noch einfacher. Aber nicht über iPhone und iPad, also den iStore, weil da sind die Kosten einfach zu hoch. Wir haben es jetzt gerade wieder gesehen, also bei dem, was ich jetzt gemacht habe, wo ich gesagt habe, das ist keiner das da. So, okay, gut, dann machen wir weiter. Der Herr Pestrup ist ja ganz schön aufmüpfig. Um jetzt von diesem Laub Straßenlaub zu machen, brauche ich es einfach nur auf die Straße zu legen. Um davon Grabenlaub zu machen, schmeiße ich es einfach in den Graben. Und um davon Grundstückslaub zu machen, werfe ich es einfach aufs Grundstück. Das ist gut erklärt, aber ganz ehrlich, ich würde das Laub alles auf die Straße werfen, so also aus dem Graben raus und auch aus dem Garten raus, auf die Straße, dann darf ich es in diesen Laubkorb werfen, weil dann ist es ja Straßenlaub. Ja. Trotzdem, Grabenlaub ist nicht gleich Straßenlaub und hat im Laubkorb nichts zu suchen. Weil das den Laubkorb auch völlig interessiert, ob von wo das Laub kommt, was in ihm drinne landet. Also bitte. Wenn man das Ganze streng betrachten will, kann man auch mit Ordnungswidrigkeitsverfahren arbeiten, aber so weit wollen wir sicherlich hier nicht gehen. Das ist sehr löblich, dass ihr so weit nicht gehen wollt. Ich meine nur, also. Deutsche Bürokratie. Man kann es nicht einfach machen und umständlich. Aber wir kennen ja alle den Spruch, warum einfach, wenn es auch umständlich geht. Na, das muss doch nicht sein. Ja, ich kann mit diesem Laub weiter nichts anfangen, als wie es wieder in den Graben zurückzuwerfen, damit das Gewässerreinigungsamt die Möglichkeit hat, dann diesen Graben zu reinigen. Na also, geht doch. Das ganze Laub wieder zurück in den Graben. Da freuen sich die Rohre. Ist doch alles ganz einfach. Also ganz ehrlich, das ist jetzt nicht allen Ernstes ihr Ernst, dass nur das Stadtentwässerungsamt diese Gräben reinigen darf, die, und ich garantiere es euch, garantiert das Laub in diesen Laubkorb schmeißen. Definitiv. Das garantiere ich. Das wird garantiert so passieren. Das sollte privat sein. Das sollte Straße sein. So, Entschuldigung. Und das. Jetzt weiß er selber nicht mehr, was er wohin gelegt hat. Geil. Also, Herr vom Amt, Ordnungswidrigkeitsverfahren, 2000 Euro von der Besoldung werden weggenommen. Naja, aber einen kleinen Trost gibt's ja noch. Am Ende kommt das ganze Laub wieder zusammen. Im Kompostwerk. Beruhigend. Oder? Seht ihr genau das? Jetzt ist es wieder passiert, obwohl ich eigentlich hier unten, also hier unten, seht ihr, ist eigentlich der Autoplay. Der ist deaktiviert, das sieht man ja. Und trotzdem playt er immer wieder von vorne, aber egal, gut. Wie gesagt, am Ende kommt es alles wieder zusammen und deswegen ist dieses, das ist das, völliger Unsinn, zumal nicht einmal der Herr vom Amt am Ende wusste, wie er was wohin gelegt hat. Ja. Genau. Aber es war mal wieder eine tolle Folge. Dankeschön, Schildi, für diesen Vorschlag. Ich bin begeistert. Es ist echt genial. Und solange es sowas gibt, geht uns der Stoff für Reacts nicht aus. Und das finde ich echt genial. Und ja, genau. Wir machen wie immer einmal auf, einmal ihr unten ein Like. Abonniert habe ich das Ganze ja schon. Ihr seht, also hier ist der Like gewesen. Und wenn ihr das auch machen wollt, bevor ihr jetzt aber darüber rennt, bleibt bitte hier. Ein Däumchen bei mir hoch wäre schön. Abo-Button und Glocke aktivieren, dann verpasst ihr nichts mehr. Wie gesagt, dreimal die Woche gibt es hier auf meinem YouTube-Kanal neue Videos. Wenn ich es schaffe zeitlich. Also nächste Woche sind sie schon vor. Es sind auch schon alle hochgeladen. Kriegt ihr also nächste Woche definitiv. Beziehungsweise, wenn ihr das Video seht, ist das natürlich schon vorbei. Dann sind die schon oben.
Und ja, wenn ihr noch Ideen, Anregungen, Vorschläge habt, was wir reacten können oder sonst irgendwas loswerden wollt, was euch zu meinem Kanal einfällt, unten in die Kommentarsektion gibt es dann auch eine schöne Reaktion von mir. Und ja, ansonsten, wenn ihr das Originalvideo euch mal ohne meine Kommentare ansehen wollt, Video-Link ist auch da unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr draufklicken und auch Like und Abo bei den Kollegen von Extra 3 lassen. Mir bleibt dann jetzt nur noch zu sagen für diese Woche und dieses Video. Danke und tschüss, eure Josie.